Dort soll es eine sehr lange Klippe geben, wo das so übergeht. Mal ein bisschen höher, mal aber auch 20 Meter oder so. Und dort wollen wir eine Nacht so einen kleinen Overnighter machen und uns vielleicht auch ein bisschen querfeld einschlagen. Mal schauen, was sich so ergibt. Wetter ist Bombe. Da vorne liegt allerdings noch ein bisschen Schnee auf dem Hügel. Ja, mal sehen, ob es kalt wird. Wir haben ja nicht so dicke Schlafsäcke dabei, vor allen Dingen Freddy und ich. Ja. Wir sind jetzt oben angekommen und da hinten sieht man schon ein bisschen so diese Abbruchkanten. Wir sind quasi auch auf einer drauf, das ist so ein bisschen versetzt. Und es war sehr warm und deswegen ziehen wir uns jetzt erstmal aus. Wir haben uns jetzt entschieden dazu, hier zu nächtigen. Hier ist so eine gerade Fläche. Muss vielleicht noch ein bisschen in den Steinen gucken. Blick ist sehr nice, auch da hinten bei dieser Klippe. Okay, also wir haben jetzt hier so ein kleines Camp uns aufgebaut. Man sieht hier ganz schön, haben wir schon Feld aufgebaut. Hängematte hängt da hinten, da habe ich hier schon die Isomatte reingetan. Hier drin sieht es sehr, sehr häuslich aus. Vor allem haben Patrick und Frederik hier sehr viel Platz drin. Hier haben wir ein kleines Feuerchen machen wollen und man sieht es ein bisschen. Hat sich direkt alles ausgebreitet, hat total stark geknistert. Wir haben natürlich aufgepasst und das direkt gelöscht. Aber die Waldbrandgefahr ist sehr hoch hier gerade. Deswegen haben wir uns jetzt gegen ein Lagerfeuer entschieden und haben den Kocher angemacht und das Ganze auf Wasser, auf den Stein, damit wir möglichst keinen Waldbrand erzeugen. Und es gibt Hot Linie heute. Wie viele Schichten hast du an? Alle. Ich habe noch eine Regenjacke und eine Regenhose hier in meinem Kopfkissen. Mhm. Sonst habe ich alles an. Eigentlich ist nur Wind und Wetter mein Feind. Ansonsten sollte es eigentlich passen von der Wärme. Vielleicht falle ich auch aus der Hängematte, das wäre glaube ich auch nicht so geil. Was machst du da? Sachen in die Hose, wichtig. Wie viele Hosen hast du an? Heute nur 3 Hosen. Heute nur 3. Aber dafür 6 Oberteile. 6 Oberteile. Morgen. Ich habe relativ gut geschlafen. Jetzt kommt hier gerade die Sonne raus. Wir haben jetzt, keine Ahnung, kurz nach 7:30 oder so. Vielleicht 7:30 sowas in die Richtung. Es wärmt sich hier gerade alles auf. Die Jungs sind noch im Zelt. Ich liege noch in der Hängematte. Thank you.
einfach von da oben. Ja, das meine ich. Wir sind jetzt hier an der Adriaküste angekommen und wir haben Bombenwetter und der Spot hier ist einfach heftig. Wir haben so eine kranke Aussicht, dass jetzt nochmal ordentlich die Sonne rausgekommen ist, ist natürlich der Hammer.